Fazit von Staffel 2. Fangen wir an mit Chaos im Kohlestaub. War eigentlich eine ganz gute Episode, nur da fehlt Farbe. Jetzt Kühe. In Kühe sagt er, Gordon dreht seine Räder in Minute 2,59, obwohl er steht. Aber ansonsten war die Folge okay. Bertis Jagd. Ganz okay, denke ich. Nicht verschrotten, bitte. Einfach nur wunderbar. Thomas und Trevor, die Episode ist okay. Naja, ich mag Percy und das Signal nicht so. Duck übernimmt. Sehr gute Folge, wirklich. Und Harold. Dazu habe ich noch was zu sagen. Ich mag die Szene einfach bei Minute 2,35. Und sonst ist es eigentlich auch eine gute Folge. Der Ausreißer ist... Die Folge ist eigentlich wirklich okay. Percy nimmt einfach... Hab keine Ahnung, wie oft ich schon gesagt habe, dass die Folgen okay sind. Wirklich. Schöner Mr. Dienst. Dazu habe ich jetzt nochmal was zu sagen. In Minute 3,27 bis 3,37 wechseln andauernd die Waggons mit Gesichter und ohne Gesichter. Immer wieder was anderes. Also, dann war es das jetzt auch schon mit schöner Mr. Diesel. Aber ansonsten mag ich ihn sehr. Schmutzarbeit. Sehr gute Folge. Auch schon abgehakt jetzt. Um Haare prallt. Der, ja, hat mir gefallen. Einer der besten Folgen bisher. Also, ruhig anschauen, wenn ihr wollt. Besser spät als nie. Sie ist, okay. Aber sie hätte besser sein können. Ja, der Bremswagen war eine gute Folge. Hilfe für die Zwillinge. Es war eine der besten Folgen, würde ich sagen. Ein unwillkommener Frühstücksgang. Ja. Wartet kurz. Ich fand sie eigentlich jetzt nicht so gut. Aber okay. Die Folge Daisy fand ich eigentlich eine sehr schöne Folge. Wirklich. Percy's Zwangslagen. Fehler mit Apostroph wie immer. Aber die Folge ist auch wie immer okay. Diese Litis hat Bokos Reihe erwähnt. Und ja, und natürlich einer der besten Folgen. Ja, auch nicht unbedingt eine Folge, die ich wirklich gemocht habe. Die Folge war auch okay. Der Geisterzug. Ja, es gab schon bessere Folgen. Der fehlende Weihnachtsbaum. Die Folge war okay. Wirklich. Neue Charaktere hatten wir. Trevor, Doug, Harold, Bill, Ben, Diesel, Donald, Douglas, Daisy und Boko. Meine Lieblingsfolgen sind Bertis Jagd, nicht verschrotten bitte. Duck übernimmt, schöne Mysterien Diesel. Um Haaresbreite, Hilfe für die Zwillinge, Daisy und Diesel Litis. Ja, dann war's das mit Staffel 2 Fazit. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das hat hoffentlich nicht gestört. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.